Eins, zwei, drei, vier. Einen wunderschönen guten Tag. Es geht weiter mit einer Adventure Map. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt 241. Ihr seht, hier sind zwei Wasserbehälter, die vor Schaden bewahren sollen. 241, ihr habt das wahrscheinlich schon verstanden. Zwei Leute für einen. Ich bin alleine. Aber um diese Map dennoch spielen zu können, habe ich Foren durchsucht und habe festgestellt, dass es extra für diese Map ein Bot gibt, den man sich hier reinladen kann. Und das habe ich gemacht. Der steht irgendwo da hinten in dem Raum. Schauen wir mal. Das ist eine Reihe von Rätseln. Wir befinden uns im ersten Raum, also quasi beim ersten Rätsel. Gut zu erkennen an der 1 hier auf dem Boden. Hier ist so ein Spawn-Bett, da lege ich mich mal rein. Alles klar. Autsch. Sollte geklappt haben. So, schauen wir mal. Erstes Rätsel. Da steht der Bot. Der Bot heißt irgendwie, kann ich von hier nicht sehen, bringt einen eigenen Skin mit, wie ihr seht, trägt Brille, allerdings nicht auf den Augen. Aha, ist interessant. Ich habe gehört, dass man den per Chat-Befehlen steuert. Violet Baudelaire steht da, alles klar. Okay, schauen wir doch mal, ob es funktioniert. Ob sie tatsächlich jetzt kommt oder... Ah ja, alles klar, sie bewegt sich. Sie scheint ein Problem zu haben, da hochzukommen. Vielleicht hilft das. Also, sie versucht es zumindest, sagen wir mal so. Aus Vorsicht stelle ich mal eben meinen Sound ein bisschen runter. Wahrscheinlich hört er mich gerade gar nicht mehr. So. Okay. Tja. Get on the block. Maybe. Vielleicht hilft das. Ah. Okay, das Ganze nochmal. Perfekt. Ja, da ist sie. Der Bot. Alles klar. Hier ist so ein Schalter. Der macht den Block da hinten. Vielleicht, kann ich sie hier hinkriegen? Ah ja. Stop. So, wunderbar. Die bleibt stehen. Sie, was? Bleibt sie? Sie bleibt stehen. Okay, alles klar. Okay, ich krieg's nicht hin. Zum Glück ist mein Publikum nur ein Bot. So. Jetzt muss sie da weiterspringen. Mal gucken. Jump to the next block. Okay. Das Ganze nochmal. Mir ist nicht ganz klar, wie eine Computerroutine das versauen kann. Entweder ist sie schlecht programmiert oder... oder keine Ahnung, vielleicht hilft ja Get to the Switch, vielleicht bewegt sie sich zurück und hat sich das irgendwie gemerkt und weiß, welchen Switch ich meine, anscheinend schon. Okay, achso, sie versucht es auch sofort wieder, okay. Es wird nicht besser, vielleicht ist das einfach, um sie irgendwie ein bisschen menschlicher zu machen, wer weiß. Okay, stop, jetzt bin ich wieder dran. Oh, scheiße. Ja, ganz klar. Get to the Switch. Alles nochmal. Was? Der Scherzkeks, der das, diese Routine programmiert hat, hat anscheinend auch Erwiderungen mit eingebaut. Okay. Stop, 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 stop. So. Okay. Okay. Da. Ich habe noch gar nichts geschrieben. Stop. So. So, jump to the next block. No. Jump. Jump to the next block.
Jump! Ja, so. Jump to the next block. Okay, tu es. Ja, nein. To the next block. Vielleicht ist das auch ein, ja. Vielleicht ist das auch einfach nur scheiße gewesen mit diesem Bot. Vielleicht wollte mich da irgendwer verarschen. Jetzt habe ich meinen Bot verarscht, indem ich vom Schalter gegangen bin. Aber gut. Wir haben ja Zeit. Das Video dauert erst 5 Minuten. Gar kein Problem. Und wenn wir hier 15 Minuten lang einem Bot dabei zugucken, wie er es nicht schafft, auf den nächsten Block zu springen. Wir haben die Zeit. Es sind Ferien. Ihr habt Ferien, ich hab Ferien. Schauen wir mal, was passiert. Aha, okay. Jetzt kriege ich schon Anweisungen von einem, von einer Routine. Aber gut. Jump to the next block. Vielleicht bringt das ja was. Ja. Da hat mein Bot den Mund sehr voll genommen und failt jetzt auf der anderen Seite. Ach Gott, ja. Ach, schau an. Stop. Wo habe ich Stop? Da habe ich Stop. Stop. So, alles klar. So. Jump to the next block. Okay. Jump to the next block. Sorry, ja. So ein dummes Sorry, was so ein fucking Programmierer da... So, jump to the jump to the next block. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Diese Map ist ein bisschen länger. Wir befinden uns im ersten Raum. Keine Ahnung, wie viele Räume es gibt. Guck mal, selbst wenn sie es schafft, fällt sie an der hinteren Seite runter. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob diese KI wirklich dafür programmiert wurde, diese Map zu schaffen oder einfach nur, um damit Leute sie runterladen und getrollt werden. Also sie scheint in der Jump to the Next Block Routine zu sein, da sie die ganze Zeit weiter das macht. Okay, sie hat es geschafft. Wer hätte das gedacht? Stop. Ich bin dran. Okay. Das war nix. Ja. Du hast Feelings. Alles klar. Ich meine, vor allem, als ob sie mich verstehen könnte, ne? Also, ich meine, ich beleidige sie ja nicht irgendwie über den Chat oder was. I can hear you. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Kann etwa Minecraft auf mein Mikro zugreifen? Das wäre schon schräg, da ich ja auch nicht, also da man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass ich finde es auch echt schräg, dass der Bot, wenn er anscheinend gerade mit mir reden will, anhält. Also Das ist schon seltsam. Also als ob da tatsächlich jemand sitzen würde und aufhören müsste zu spielen, um zu chatten. Aber ich meine, wer spielt schon so schlecht, dass... Also es kann ja eigentlich nur eine KI sein. Es kann wohl nicht sein, dass da immer einer wieder diesen dummen Sprung nicht schafft. Das ist doch nicht wahr. Also es kann ja sein, dass ich irgendwie online mit irgendwelchen Leuten gepaart werde, zufällig. Das wäre natürlich mega krass, wenn das so ist. Ja, wahrscheinlich schreibt er jetzt wieder was. Ja, I'm sorry. Okay. Vielleicht ist es tatsächlich kein Bot, sondern einfach, man wird mit irgendeinem Spieler hier reingeschmissen. Aber wenn das ein Spieler ist, dann ist das so ziemlich der schlechteste Minecraft-Spieler, den ich je gesehen habe. Yes. Yes, yes, geschafft. Ich, zur Vorsicht, schreibe einfach mal Stop. So. Du stehst... Okay, hat sie verstanden. Alles klar. So, jump to the next block. Ja. Langsam kriege ich das Gefühl, dass sie versucht es gar nicht erst. 10 Minuten ist das Video jetzt schon am Laufen.
der zweite oder der dritte Block ist das meiste, was wir geschafft haben. Die meiste Zeit gucke ich diesem Bot dabei zu, beim ersten Block zu scheitern, beim ersten Sprung vielmehr. Was? Was ist denn hier los? Und ich habe sogar ein Leben weniger, ein Essen weniger, sodass ich noch nicht mal Leben regenerieren kann. Ach doch, ein bisschen regeneriere ich schon. Ja, tolle Wurst. Oh, ich kann das Glas kaputt machen. Naja, also zur Not können wir uns in der Mitte einen Weg durchboxen. Weil ich glaube, mit diesem Bot werde ich das definitiv nicht schaffen. Okay, stop. So. So, jetzt schauen wir mal. Okay, jump to the next block. Alles klar. I'm not stupid. Ja, anscheinend weiß man das nicht so genau. Ehrlich gesagt. Spring weiter. Jump to the next block. Wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Oh, was kommt jetzt? Jetzt macht sie hier das Glas kaputt, oder was? Was wird das jetzt? Wie der Bot bescheißt? Was ist? ja. Okay. Wir haben es geschafft. Verrückte Sache. Herzlichen Glückwunsch. So, bitte. Au. Dummer Bot. Das kann doch nicht wahr sein. So, hier. Zurück ins Wasser mit dir. Wie geht's hier weiter? Hier ist Kuchen, den esse ich auf. Aha, anscheinend Deutsch. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Ich spreche ja die ganze Zeit Deutsch und dieser Bot antwortet in Englisch. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Naja. Zumindest den ersten Raum. Ich werde der Sache weiter auf den Grund gehen. Did you miss a second cake room? Keine Ahnung. Ich habe mit meinem Bot hier zu tun. Ich habe keine Zeit für Kuchenräume. Den ersten Raum haben wir geschafft mit Frau Baudelaire, die in ihrer Zelle steht und rumhüpft fröhlich. Hurra. Man darf gespannt sein, was da kommen mag. Hallo. Die Leute, die tun dürfen. So, jetzt kann sie mir nichts. Sie ist da eingesperrt. So. Edge. Oh. Ich renn lieber weg. Ist die. Okay, wir sehen uns wieder. Bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.